Rennen, aber dazwischen gibt es ja noch das sogenannte Trostlauffinale und man wird da beobachten können, vielleicht auch noch ihre Schärpe, sofern wir mit live dabei bleiben wollen. Ich habe jedenfalls gerade über Regie gehört, dass man entgegen der ursprünglichen Absicht auch diesen Wettbewerb noch übertragen wird, obwohl, das muss ich gleich mal einleitend sagen, nichts passieren würde, wenn da jemand schwimmt. Und jetzt kämen wieder die Päpste dran, die Kritiker und die Kritikaster, die sagen, sie ist gegen die Regeln geschwommen, denn das Wasser darf über ihrem Kopf nicht zusammenschlagen. Ein Wort dazu von Peter Nocke. Ja, die Kritiker werden es bestimmt sagen, nachdem sie es gerade in der Zeit vorläuft, ins 200 Meter Freistilschwimmen der Damen. Wir haben vorher gesehen, die Weltmeisterin, die wir nicht gesehen haben, deshalb darf ich nachtragen, die Weltmeisterin von 82, die Holländerin Annemarie Verstappen mit 2 Minuten und 1 Sekunde. Also wirklich schnell, allgemein sind die Umstände ja vorher kritisiert worden. Ich finde es doch für unsere Spiele jetzt angebracht, so ein Decken hier zu haben. Und ein bisschen besser hätte vielleicht das Umfeld sein können mit den Felsen. Es ist doch ziemlich warm in den Felsen, wenn sich die Athleten jetzt in der Zwischenzeit aufhalten. Finde ich gut, dass Sie das so erzählen, weil wir Journalisten ja praktisch keinerlei Chance haben, da hinzukommen. Wenn Sie in die Nähe Ihrer persönlichen Bestleistung kommt, die liegt bei 2 Minuten und genau 1 Sekunde. Das aber dürfte eben nicht für Gold, Silber oder Bronze reichen. Wir haben Simina Beiermann im Bild, die Vielstarterin innerhalb der deutschen Mannschaft. 11 Mal muss sie insgesamt ins Wasser. Sie kann dabei 6 Endläufe erreichen, aber das ist theoretischer Natur. Deutsche Meisterin auf dieser Strecke, auf 200 Meter Freistil.
Fall. Ja. 5-6. Platz. Zweite in diesem Jahr in der europäischen Rangliste mit 25. 5-0. Und die Form ist die zudem, das hat sie bewiesen, hier mit einem sechsten Platz über die 100 Meter.
Unterbrechung mal, ja. Es wird wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Thank you.